Hallihallo und herzlich willkommen zum 21. Teil von Pokémon Random Red. Mein Name ist Eagle26. Wir stehen hier auf der obersten Etage des Pokémon-Turms und wir sehen schon, Team Rocket hat mal irgendwas wieder im Schild. Wieso auch nicht? Wir gehen mal zum ersten. Was willst du? Warum bist du hier? Es sind, glaube ich, insgesamt 3 Rocket-Kämpfe. Dratini, wow, Dratini von einem Rocket. Die wären ja richtig stark, wenn die dann später einen Dragoran hätten. Aber ein Dratini ist jetzt noch nicht so stark. Windhose, eine Drachenattacke. Aber auch das ist nicht wirklich effektiv gegen mein Stolrak. Das war Dratini und Level 27 für Inkwolf. Oder auch nicht, ich habe mich getäuscht. Das darf doch nicht wahr sein. Los, Angriff. Gesichte. Gesichte, diese Attacke, die fand ich immer schon etwas fragwürdig. Gesichte, was soll das heißen? Gesichte. Sichtet er mich? Hat er mich gesichtet? Gesichte, ja gut, ja, das könnte natürlich sein. Ach, leck mich, ihr mit euren scheiß Kampfattacken, sobald ich euch gleich habe. Ach, nervt nicht, meine Güte. Dann kommt der Donphan. Ah, wieso setze ich jetzt Trashflegel ein? Ja, es reicht, aber es wäre. Hätte auch nach hinten noch ausgehen können. Pummeluff! Pummeluff, Solltest du packen? Knappen? Kappen? Nein, packen. Meine Güte. Oh nö, Schambolzen wieder. Oh nee. Du Black Sieb. Natürlich war ein Volltreffer. Natürlich. Furienschlag. Komm, greif an. Ach, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Komm schon. Gut. Ja, das dürfte es gewesen sein mit Pummeluff. Sehr schön. Ein Pummeluff ist fast zu niedlich im Vergleich zu... Aber besser gesagt, mit einem Pokémon. Mit einem Rocket. Meine Güte, jetzt verwechsel ich gerade wirklich absolut alles. Das werde ich dir nie verzeihen. Ciao. Oh, hier oben haben wir einen Megaboss. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, mir würden Pokémon bequälen. Willst du meine Meinung hören? Niemals! Möchte ich nicht. Austos. Austos, richtig schick. Gestein, Wasser. Haben wir was? Nicht wirklich. Vielleicht kann man es mit einem Furienschlag etwas eindämmen. Komm schon. Jetzt geht die Attacke noch daneben. Na gut. Nochmal Schutzschild. Mein Gott. Was willst du von mir? Das doofe Schutzschild. Jetzt geht's endlich mal daneben. Das ist normal effektiv. Nee, aber es nimmt viel zu wenig weg. Da müssen wir was. Bodycheck vielleicht. Haut ein bisschen besser rein. Ja, das haut aber vermutlich auch ganz schön rein. Ja. Ich lächle es nicht. Los, dein letzter Bodycheck. Volltreffer. Nein, leider nicht. Wir setzen noch Superschall ein. Wir könnten es noch schlagen. Komm. Und natürlich geht es wieder daneben. Ah, Panzerschutz. Jetzt wäre jetzt noch seine Verteidigung. Was willst du von mir? Noch einmal. Superschall. Jetzt noch einmal. Komm, das packst du. Ja. Oh, es ist nicht gestorben. Das gibt einige Erfahrungspunkte. Ja, Level 28. Geweiher. Lass mal es mal drin noch. Bodycheck. Volltreffer. Oh, nee. Nee, du. Seehundi. Dein Zug wieder. Dass du dich bald nochmal entwickelst. Ist es nicht 34? Ich glaube,
Das könnten wir sogar in diesem Part schaffen. Weil wir haben noch eine ganze Route voller Trainer. Die ich bisher wirklich gekonnt umgangen bin. Könnten wir eigentlich in diesem Part machen. Ein bisschen Training. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Okay. Hi. Du wirst niemanden retten. Okay, anscheinend ist diese Person oben zu retten und nicht der Oberboss. Pansy, Traumato? Hallo, der zeigt mit dem Finger auf uns. Das gefällt mir nicht so gut. Man weiß ja nie, wenn der mit dem Finger auf uns zeigt. Giftwolke? Na, jetzt bin ich vergiftet. Oh nö, Gift. Naja, Seehundi, komm, das Level up packen wir. Wir müssen doch deine Entwicklung bald haben. Keifel. Keifel ist doch Boden, ja, Boden, genau. Wir haben natürlich hier ein Eis. Ausdauer, also wird es sowieso überleben. Oder ich verwassle gerade, ich habe die Attacke schon das letzte Mal verwechselt. Nein, Geduld. Irgendwie nimmt das nichts weg. Na, eine Kopfnuss. Ja, nimmt, ja, ist etwas besser. Ach man, das doofe Gift. Vor allem macht es immer mehr Schaden. Wirst es noch überleben, da kriegst du noch die Erfahrungspunkte von Keifel. Ja, dürfte reichen. Auf jeden Fall für die Erfahrungspunkte. Ach du Scheiße. Ja, da kann man erstmal was drehen, da kann man es ein bisschen schwächen noch. Dürre. Das heißt, alle Feuerattacken werden stärker. Ja, ja. Einmal kann ich noch angreifen, denke ich. Einmal. Aurora-Strahl. Was? Wie bitte? Das ist so schnell. Okay. Wir sind bei unseren letzten drei. Und gegen dich habe ich eine Geheimwaffe jetzt. Und zwar das hier. Gigasauger. Gut. Tschüss. Das war's mit dir. Ciao, Grudon. Ich habe dich besiegt. Tauros. Ja, bleib gleich drin. Das ist der letzte Kampf in diesem Türmchen. Setzen wir doch gegen Tauros unseren Mega-Spezialangriff ein, und zwar Psychokinese. Tot. Ja. Sehr schön. Level up, Level 35 für Hell yeah. Jede Menge KP. Freut mich, freut mich. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Okay, habe ich aber schon. Schon zweimal. Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Okay, Pansy, bis später. Mr. Fuji. Was? Du kommst mich um zu retten? Kommst? Du kommst, um mich zu retten. So. Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Dragossas Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon Clubhaus am Fuße dieses Turms. Hallo. Eagle 26, du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird bei deinen Abenteuern helfen. Erhält eine Pokéflöte, sehr schön. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Gut. Das ist schön. Jetzt haben wir zwei Wege zur Verfügung, zur freien Auswahl. Ich sag's mal so. Wir können jetzt von hier südwärts gehen, Richtung Fuchsania City. Oder, was ich bevorzugen würde, was wir auch, glaube ich, machen, westlich von Prismania City den Fahrradweg runtergehen. Und dort nach Fuchsania City reinfahren. Aber wir haben hier jetzt noch ein paar Trainerkämpfe. Die habe ich schon, aber zum Glück, weil ich wollte jetzt Seehundi mal zuerst an erste Stelle nehmen. Für das Level Up. Dich habe ich auch. Dich habe ich nicht.
Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja, ich weiß, die habe ich noch nicht so. Aber die Pokémon sind auch noch nicht ganz ausgereift. Streber Zoe, Despota. Wow. Hallo, Despota. Ich glaube, wenn du das Zoe besiegt hast, Seehundi, dann wirst du ein Level-Up sein. Und vermutlich deine Weiterentwicklung. Hoffentlich. Volltreffer. Meine Güte, das war ein Volltreffer. Ach, das haut ganz... Das Haus, blablabla. Ich spreche, glaube ich, nur noch so. Dann habe ich auch keine... Dann muss ich mich auch nicht immer versprechen. Komm schon. Das dauert etwas, glaube ich. Senkt meine Verteidigung nicht gut. Steinhagel ist das ein... Das ist, glaube ich, ein direkter Angriff. Gut, komm. Ja, Volltreffer. Sehr schön. Level up für Seehundi, nehme ich an. Ja, das dürfte es sein. Die Entwicklung von Seehundi dürften wir in diesem Part zu sehen kriegen. Nidorino. Ne, lass ich gleich drin. Ja. Ah, Nidorino wird ja auch getroffen jetzt. So, Giftstachel. Ja, vergifte mich noch. Ich warne dich. Vergifte mich auf keinen Fall. Ich greife auch jetzt weiter mit Aurora-Strahl an, weil ich weiß nicht, ob es sogar Giftdorn hat als Fähigkeit. Damit ich direkt vergiftet wäre. Gut, Stolunio. Stolunio. Ja, wir setzen hier trotzdem DJ ein, weil es besser ist. Stahl gegen Stahl ist nicht effektiv und das ging ein bisschen zu lange. Gut. Und Blut. Ja, das ist natürlich auch nicht super effektiv wegen Gesteintypen, aber zumindest ein bisschen. Ich habe verloren, das ist nicht logisch. Und, komm, Entwicklung. Ja, Seehundi entwickelt sich. Endlich wird Seehundi auch ein bisschen stärker. Noch stärker. Gut, es war noch nicht so stark. Und natürlich wird Seehundi zu einem... Yugong. Glückwunsch an Seehundi, wird zu Yugong. Eiseskälte. Die K.O.-Attacke. Statt das könnte man eigentlich statt Erholung, weil ich bin eigentlich kein Fan von Erholung. Angriff mit Kälte, die den Gegner bei Erfolg besiegt. Ja komm, nehmen wir mal mit. Aber ist vermutlich die erste Attacke, die ich dann wieder wegmache. Eiseskälte. Gut, mal schauen. Ich möchte die Werte mal schnell angucken. Carpe hat es ganz ordentlich bekommen. Und endlich ist es auch ein Eistyp. Relativ ausgewogen. Spezialangriff, was eigentlich ganz wichtig wäre bei Yugong, ist am tiefsten. Angriff ist höher und die Verteidigung auch. Der Spezialangriff ist der schlechteste Wert. Kommt das von dem Typ her? Vom Wesen? Ich weiß es gerade nicht. Spielt jetzt auch nicht so die Rolle, weil wir haben jetzt Seehundi. Und trainieren die anderen. Ein Doppelkampf. Wir haben ja beide neuen direkt vorne dran. Mal wieder ein Doppelkampf. Die Kraft von Zwillingen ist fantastisch. Wusstest du das? Ja, klar wusste ich das. Darum habe ich ja keinen Zwilling. Oh, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Hopspross und Karamoax. Genau, die beiden Trainingskandidaten befinden sich direkt vorne dran. Habe ich jetzt die falsche ausgewählt? Ich wollte es so machen. Genau. Furienschlag auf Hopsboss. So, viermal treffen und dann ist es weg. Ach, es hat natürlich nur dreimal getroffen. Schnabel. Volltreffer. Auch ein Volltreffer. Ah, Egelsamen.
Flausilein ist ausgewichen. Ja, wieso nicht? Ja, mach nochmal das Gleiche. Gut. Einmal getroffen. Alles weg vom Fenster. Alles abgeräumt. Inkwolf, Level 27. Sehr schön. Inkwolf schreckt zurück. Du ziehst es also in die Länge. Gut. Das war's aber. Zwillinge Joe und Max. Aber wir nutzen unsere Zwillingskraft anscheinend ja nicht. Oder sie ist doch nicht so gut. Oh, hier haben wir diese vier Trainer. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Jetzt habe ich ein bisschen zu schnell gesprochen, weil es waren eigentlich zwei Sätze. Daniel, aber der hat nur ein Dicta. Und dürfte keine Gefahr darstellen? Ich glaube zumindest nicht. Intensität kann böse enden. Ist es sogar sehr effektiv, ich glaube. Gut, zum Glück hat das gerade hingehauen. Dicta, mit Dicta könnte man gut trainieren. Vor allem mit Dictas Höhle, aber es ist ja keine Dictas Höhle mehr. Aber, ja, müssen wir mal schauen. Ich habe schon lange keinen Trainingspark gemacht. Weil ich das Gefühl habe, es ist immer noch etwas zu hoch gelevelt. Von daher kann man es eigentlich gut so sein lassen, aktuell gerade. Sternschauer. Natürlich überhaupt nicht effektiv. Hat gut reingehauen. Gefällt mir. Hat natürlich auch ganz schön Schmerzen gemacht hier. Turbodreher. Das dürfte auch nur ein KP wegnehmen. Ups. Ach nee. Jetzt ist bestimmt eine Wasserattacke ein. Ja klar. Ciao, Inkwolf. Ach, man. Darf nicht wahr sein. So, wieso setze ich jetzt eigentlich Trash-Pflegel ein? Bin ich eigentlich noch ganz bei Trost? Jetzt stirbt es bestimmt nicht. Ja, jetzt sterbe ich bestimmt noch, oder? Nein, nicht ganz. So, Odele. Goldini. Schon wieder ein Wasser-Pokémon. Aber jetzt könnte Trash-Pflegel eher reinhauen. Wir setzen es einfach nochmal ein. Ja, die Hälfte immerhin. Nass, es macht mich nass. Nein, ein KP. Ach du Kacke. Mann, wie soll man so knapp, Mann? Knapp, Mann. Es ist doch knapp, Mann. Göremark. Gut, weiter geht's. Nächster Trainer. Miau. Hi. Mauzi ist so süß. Miauz, genau. Mauzi sieht schon putzig aus. Auf jeden Fall. Kann ich bestätigen. Florentino, Rosana, Rosana. Du bist immer noch so blond und so pink im Gesicht. Ja, Dreschflegel. Ich glaube, ich eh tot. Tot? Tot? Tot. Tot, ich wusste es. Wunderbar. Die haben alle schönes Level. 34, 35. Gut, tipptopp. Glut. Verbrenn dich, Rosana. Ja, ja, ist schon gut. Mach nicht so lange dein Geräusch, Feueregel. Wir setzen einfach Biss ein. Nom, nom, nom. Kommen wir in diesem Part noch nach Prismania City? Ich glaube nicht. Schaloko, Biss. Glut meine ich. Wollte es ja auch verbrennen. Ja, sehr schön. Gut, aber ich glaube, wir machen an dieser Stelle Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Euer Inkwolf 6. Ciao zusammen.